Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier bei mir in Fliestedt in meiner Location. Heute mal nicht aus der Halle nebenan, wo man ja mit dem Auto reinfahren kann und wir die Videos drehen mit den Gästen, die hier kommen, sondern aus meinem Showroom. Hier geht es um Ladelösungen, hier geht es um Ökostrom und hier ist auch die Location, wo ich mit Kunden spreche, wo man vorbeikommen kann, wenn man sich mal zu einer Ladelösung informieren will, wo wir mal gucken, welche Ladelösung für dich die richtige wäre. Deshalb hier hinten auch ein paar Wallboxen an der Wand, die so einen kleinen Ausschnitt aus meinem Sortiment zeigen. Und ja, es geht aber in diesem Video nicht um die Wallboxen oder Ökostrom von Lichtblick, sondern es geht um die PV-Leistung oder die Zahlen meiner Photovoltaikanlage bei mir zu Hause. Ich habe ja im März eine Photovoltaikanlage bekommen. Drei Videos habe ich für die Installation gemacht. Das habt ihr sicherlich schon gesehen. Und danach habe ich ja jeden Monat ein Video für euch gemacht mit den Zahlen. Das heißt also, wie performt die? Wie sind die Erträge? Hat sich das gelohnt? Wäre ja die große Frage am Ende, Photovoltaikanlage mit Speicher zu installieren. Und bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal die Daten meiner Photovoltaikanlage, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Auf unserem Haus ist eine Photovoltaikanlage montiert mit Ost-West-Ausrichtung. Insgesamt 40 Paneele à 333 Watt Peak zusammen, also 13,3 Kilowatt Peak. 16 Paneele sind auf dem Ostdach montiert, 24 Paneele auf dem Westdach. Das Ganze trifft sich im Keller in einem S10 Hauskraftwerk von E3DC, das mit einer 12 Kilowattstunden Hausbatterie bestückt ist, die 10,8 Kilowattstunden Nettokapazität zur Verfügung stellt. Ja, das soweit zu meiner PV-Anlage und jetzt kommen wir mal zu den Zahlen und steigen mal direkt ein. Ich schalte hier dann mal um und ihr seht zunächst einmal die Seite von meiner E3DC Solaranlage. Hier geht man auf Leistungswerte und dann geht man auf die Monatsübersicht und geht einen Monat zurück, weil wir sind jetzt auf Oktober. Ich möchte ja den September sehen. Und dann fange ich mal mit diesem Teil der Grafik an. Hier seht ihr also, was wir produziert haben. Wir haben mit dieser Anlage knapp 900 Kilowattstunden produziert im Monat September. Wir haben eine Autarkie erreicht von 68%, so steht es zumindest hier in dem Portal. Wir haben insgesamt auch noch Strom aus dem Netz bezogen und wir haben Strom ins Netz eingespeist. Das Ganze hält sich so ein bisschen die Waage. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem der PV-Anlage. Im Grunde genommen würde diese PV-Anlage 100% des Stromes machen, den wir brauchen, aber es ist mir die Frage zu der Zeit. Zu der Zeit, zu der wir es brauchen, ob sie es dann macht, tut sie nicht. Dafür haben wir die Batterie, die puffert das ein bisschen aus, aber die kann eben nicht alles wegbügeln. Also insgesamt haben wir rund 900 Kilowattstunden Strom produziert. Man sieht das hier an den Tagen, dass das sehr unterschiedlich ist. Es hat also im September sehr schön angefangen, ein goldener Herbst sozusagen. Erster, zweiter, dritter, vierter, hier der dritte mit über 50 Kilowattstunden Produktion. Das ist also schon fast das Niveau aus dem Sommer, wo wir 60 und mehr hatten. Und dann ließ es aber auch sehr schnell nach. Wir hatten dann sehr viele trübe Tage. Der hier, der achte, neunte, schon rekordverdächtig 7 Kilowattstunden hat unsere Photovoltaikanlage an diesem Tag nur produziert. Das ist echt wenig. Und das macht dann auch schon so einen Vorgeschmack auf dieses Tal der Tränen, das da kommt, den Winter, wo tatsächlich es morgens nicht richtig hell wird und abends wird es sehr früh dunkel und dann hast du im Prinzip bis nachmittags kaum Zeit, die Batterie vollzukriegen und hast dann um 16 Uhr schon Zugriff auf die Batterie und um 18 Uhr ist die schon leer, weil die nie voll war. Muss man dann mal gucken, wie es funktioniert. Aber in diesem Monat hat es wirklich noch ganz gut funktioniert. Es ging dann hier so über die Monatsmitte hier. Hatten wir noch ein paar schlechte Tage und zum Monatsende wurde es dann ein bisschen versöhnlicher. Vom Verbrauch her, wir verbrauchen eigentlich immer so um die 500 etwas mehr Kilowattstunden Strom im Haus. Der Rest, die Differenz zu diesem Wert hier, sind tatsächlich die Elektroautos, die aufgeladen werden. Dieser Wert stimmt auch nicht ganz, weil die E3DC-Anlage selber auch Strom verbraucht und der eigene Stromverbrauch, der fehlt hier. Deshalb habe ich eine zweite Grafik. Das ist die Grafik von dem Solarmanager. Auch hier gehen wir mal auf die Monatsübersicht, dauert einen Augenblick und gehen zurück auf den September. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Hier sind die Werte schon etwas anders. Wir haben also hier wieder unsere Produktion von in diesem Fall 883 Kilowattstunden. Also ich weiß nicht, warum er hier keine 900 oder 899 hat. Der hat zwei, dreimal den Kontakt zum Portal verloren. Vielleicht sind die
Kilowattstunden da in seiner Zählung verloren gegangen. Auf jeden Fall sieht ihr hier den echten Hausverbrauch. Das sind auch 899 Kilowattstunden. Da ist also auch der Verbrauch der E3DC-Anlage selber drin. Zum Vergleich, hier haben wir einen Verbrauch von 842, da haben wir einen Verbrauch von 899. Die Differenz ist die E3DC-Anlage. Und im Prinzip passt das dann, wenn wir rund 900 Kilowattstunden verbraucht haben und wir haben rund 900 Kilowattstunden da unten produziert, dann geht das eigentlich zu Null auf. Das ist wie gesagt immer nur das Problem der Zeit. Wann verbrauchen wir und wann produziert die Anlage? Jetzt gehen wir mal auf so ein paar Tage, die hier interessant waren. Der 8.9. zum Beispiel ist interessant. 8.9. Wir können es ja mal einfach von oben durchgehen. Gehen wir hier auf die Tage und gehen dann auf September. Fangen wir mit dem 1. September an. So, also typischer Tag, wie so eine Photovoltaikanlage anfängt. Wir haben hier ganz gut produziert. Das geht morgens los mit der Produktion. Das Grüne ist das Laden der Batterie. Dann kommt das Einspeisen ins Netz. Hier sehen wir schon so einige Ausrisse und dann geht es hier so runter. Eigentlich ein guter Tag. Und hier sieht man auch, wir kommen aus der Nacht mit Akkubezug hier in Grün. Das haben uns also komplett aus der Batterie versorgt. Hier haben wir uns aus der Photovoltaikanlage versorgt. Hier am Ende dann in Grün wieder aus der Batterie. Und da oben die Spitze, die haben wir aus dem Netz dazu gekauft. An so einem Tag haben wir uns praktisch zu 98% selber versorgt. Wir haben auch kein Elektroauto geladen. Und gehen wir mal weiter die Tage. Den nächsten Tag, hier sieht man schon, läuft es ein bisschen anders. Die Produktion läuft im Prinzip genauso ab. Ja, Sonne geht auf, wir laden die Batterie auf, dann speisen wir ins Netz und so geht der Tag zu Ende. Aber wir haben hier zum Beispiel einen irren Buckel, in dem nämlich hier mein Sohn seine Renault Zoe kurz nachgeladen hat. Die lädt mit 22 Kilowatt Ladeleistung. Das heißt, das sprengt dann hier immer das komplette Diagramm. Aber wenn es dann sein muss, muss es sein. An so einem Tag natürlich dann durch das Aufladen des E-Autos aus dem Netz 55%. Aber wenn du los musst, musst du los. Das ist einfach so. So, dann haben wir hier die Tage. Das läuft eigentlich alles ähnlich. Und dann kommen wir zum 8. Das war ja der Tag, an dem es so ein bisschen daneben ging. Der 8. So, hier haben wir tatsächlich 7 Kilowattstunden produziert. Da kam also wirklich kaum was vom Dach. Das war übrigens die Prognose von E3DC. Vielen Dank dafür. Die ist witzlos. Kann man also getrost vergessen mit diesem Prognosekram. Und insgesamt haben wir hier natürlich dann den Strom aus dem Netz gezogen. Hier sieht man das und hier in die Nacht hinein. Die Batterie war also um 18.45 Uhr leer. Und ab da haben wir im Prinzip dann aus dem Netz dazu gekauft. Hier bei dem Solarmanager kann man das auch ganz gut sehen. Wir gehen mal auf den Tag und brauchen einen kleinen Augenblick und gehen dann auf den September, den 8. So. Da müsste es auch ganz gut zu sehen sein, weil der Solarmanager zeigt tatsächlich den Batteriestand an. Das ist das, was ich hier nicht sehen kann. Also hier kann ich nicht den Stand der Batterie sehen. Und hier, wenn es dann gleich hätte, kann ich das sehen. Kann man das sehen, dass die Batterie da praktisch gar nicht voll geworden ist an dem Tag. Da, so. Hier kommen wir aus der Nacht. Diese weiße Linie, die ihr hier seht, ist die Batterie. Wir kommen aus der Nacht. Hier fängt die Photovoltaikanlage an. Hier morgens, wenn jemand sich eine Mahlzeit zubereitet. Hier wird die Batterie dann wieder aufgeladen und der Höchststand ist, das könnt ihr hier sehen, hier rechts sind die 50%, also die Batterie ist hier maximal zu 40% voll. Und im Prinzip müssen wir dann schon nachmittags ab 13 Uhr anfangen, aus der Batterie zu entnehmen, sodass die praktisch um 18 Uhr irgendwas komplett platt ist. Ja, also so, das ist mal schon so ein Teaser auf den Winter hin. Hier sieht man, dass wir in der Nacht folgend natürlich mit Netzbezug herauskommen. Hier geht es wieder los mit der Erzeugung, die Batterie wird aufgeladen und am nächsten Tag haben wir dann praktisch eine Wahnsinnsautarkie von 29%. Warum? Weil ich hier über Nacht mein Elektroauto aufgeladen habe mit einer konstanten Ladeleistung. Habe ich das rangesteckt. Dazu muss ich noch was zur Erklärung sagen. Ich habe bei mir ein Zählerkonzept mit kaskadierenden Zählern. Das heißt, meine Wallbox hat einen separaten Stromzähler und ich habe auch einen separaten Tarif für das Laden der Elektroautos. Der Strom ist dort billiger als fürs Haus. Das heißt, meine Präferenz ist immer, das, was die Photovoltaikanlage macht und in die Batterie speist, nach Möglichkeit fürs Haus zu verwenden. Und wenn die Batterie leer ist und ich sowieso aus dem Netz beziehen muss, dann erst die Elektroautoladung aus dem Netz zu
starten. Sonst würde das Elektroauto mir die Batterie leer ziehen und ich muss mir den Strom aus dem Netz dann für mehr Geld fürs Haus nachkaufen. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich. Und insofern, wenn ich denn schon mein Auto laden muss aus dem Netz, dann mache ich das meistens nachts, weil da geht es und da habe ich dann entsprechend auch einen anderen Tarif. So, weiter zu den Zahlen. Wir waren hier stehen geblieben. 9.9., 10.9., ihr seht, ähnliches Thema. Habe also praktisch dann hier das Fahrzeug nachgeladen und dementsprechend haben wir an dem Tag natürlich eine grottige Autarkie, weil das muss man sich auch vorstellen, Elektroautos verbrauchen unglaublich viel Strom. Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dass man mit 20, 30 Kilowattstunden, 20 Kilowattstunden im Grunde genommen sein Haus den ganzen Tag bestens versorgen kann. Und mit 20 Kilowattstunden kann ich mit dem Elektroauto nicht mal nach Hannover fahren. Also das Verhältnis ist schon irre, wie viel Kilowattstunden Mobilität eigentlich kostet. Das fällt dir hier auf. Ja? Und insofern kommen da solche Zahlen bei raus. Also wir gehen die Tage nochmal weiter. Nehmt euch hier nochmal weiter mit. Also wir waren hier irgendwo, da wie gesagt, Laden des Elektroautos über Nacht zeitgesteuert. Mit einer bestimmten Ladeleistung, die auch nicht volle Pulle ist, sozusagen, also gedrosselte Ladeleistung, um einfach hier ein bisschen Strom mitzunehmen. Der Strom kommt komplett aus dem Netz und das ist natürlich richtig viel. Wir haben hier eben nicht 20 Kilowattstunden Verbrauch wie sonst, sondern 58 durch diesen Buckel, den wir da geladen haben. Und dann ist natürlich die Gesamtrechnung einfach grottig. An dem Tag immerhin noch 26 Kilowattstunden produziert. So, weiter geht's. Dann haben wir hier einen Tag typischer Verbrauch, etwas über 20 Kilowattstunden, typische Verbrauchskurve. Und so ging das dann entsprechend weiter. Der 12. ähnlich hier. Es ähnelt sich immer. Morgens macht dann irgendjemand irgendwas und dann geht's weiter. So, dann haben wir hier einen Tag, in den 20ern waren noch Tage. Mal gucken, in den 20ern waren noch Tage, die relativ schlecht waren. Hier irgendwo 23., 24. und Co. Dann gehen wir da mal hin. 23. und 24. So, fangen wir mit 22. an. Hier sieht man wieder typische Verlauf. Die Sonne geht auf, die Photovoltaikanlage produziert. Wir machen den Akku voll, der hier dann ungefähr so zu dieser Uhrzeit 13 Uhr voll ist. Den Rest speisen wir ein, dann geht es wieder runter. Hausverbrauch etwas über 20 Kilowattstunden und alles ist gut. Autarkie fast 80%, alles in Ordnung. So, das ist der Tag. Da haben wir praktisch abends zu viel Gas gegeben, da muss ich mal gucken, irgendjemand war hier irgendwas, sodass wir hier praktisch schon Netzbezug haben in den Abendstunden, trotz der Batterie. Das heißt, wir kommen durch die Nacht mit Netzbezug und morgens geht es hier wieder los, Produktion geht los und hier sieht man, dass wir an dem Tag produziert haben, wo ist es, immerhin 25 Kilowattstunden, das ist der 23., was war denn so ein schlechter Tag? Da wird es lustig. So, hier zum Beispiel. Also ein Tag, an dem wir relativ wenig produziert haben. Schlechtes Wetter, 8 Kilowattstunden nur vom Dach produziert. Das ist echt wenig. Wenn die Sonne scheint, kriegst du da 50, 60 Kilowattstunden vom Dach. Ist schon ein erheblicher Unterschied. Und abends definitiv, der Wagen muss geladen werden. Es ist wieder die Renault Zoe erkennbar an den 20 kW. Mein Tesla lädt nur mit 11. Und dann muss jemand los. Dann praktisch, auch wenn es hier spät ist, wird der Wagen noch gefahren und dann muss geladen werden und dann hast du keine Wahl. Was, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich einen separaten Tarif dafür habe, auch nicht so schlimm ist. Aber da kommen natürlich dann entsprechend grottige Zahlen bei raus. Autarkie 22%, klar, weil das hier ist eine riesige Strommenge. Das hier, ja. Das hast du natürlich so nicht hier, du siehst ja, welche Stromverbrauchsmengen für so ein Haus mit 4 Personen praktisch den ganzen Tag abgeht und dann kommt das hier, die Leistung jedenfalls. Das ist schon enorm und statt etwas über 20 Kilowattstunden verbrauchen wir da etwas über 50 Kilowattstunden. Also schon mehr als das Haus. So, hier, da die Batterie leer war, natürlich geht es in der Nacht dann mit dem Netzbezug weiter und so weiter und so fort. Und so gehen die Tage zu Ende. Hier auch nachts haben wir teilweise Netzbezug, weil die Batterie nicht ausreicht. Morgens wird produziert und die Batterie wieder aufgeladen. Und hier auch nachts, wobei nachts da passiert nicht viel. Hier ist ja unser Hauptverbrauch. Hier haben wir also 21 Kilowattstunden Verbrauch, 8 davon aus dem Netz. Und die Photovoltaikanlage hat an dem Tag 17 Kilowattstunden produziert.
Und so ging der Monat dann zu Ende. Am Ende wurde es dann etwas versöhnlicher. Hier nochmal mein Sohn, der irgendwie im Wahn nochmal mittags, ich brauche nochmal kurz ein bisschen Strom, sein Auto da reingesteckt hat. Und insofern haben wir an dem Tag dann 58%. Aber wie gesagt, insgesamt auf den Monat gerechnet passt das. Und da bin ich durchaus zufrieden. Nochmal zu den Zahlen. Wir haben also hier, das ist die Zahl meiner Ladestation, wir haben hier im September 328 Kilowattstunden in das Auto geladen. Und wir hatten ja ungefähr 900 Kilowattstunden verbraucht. Da oben, nicht? Also in echt sozusagen 900 Kilowattstunden und die 328 muss man davon abziehen. So. Jetzt weiß ich natürlich, was kommt. Man hätte die Photovoltaikanlage größer machen können, dann hättest du hier mehr Leistung gehabt und laberababa, weiß ich, alles gut. Also vielleicht ist noch Luft für mehr. Das ist immer im Leben so, dass man alles größer haben könnte und mehr haben könnte. Die Photovoltaikanlage passt so. Und natürlich kann man den Rest der Dachfläche noch zusätzlich belegen und noch einen zweiten Wechselrichter daneben hängen. Akku würde ich, glaube ich, nicht vergrößern. Muss man mal gucken. Da bin ich noch nicht ganz so an dem Punkt, weil da gibt es noch ein paar Themen hier im Haus, die ich davor dann gerne machen würde. Ja, das soweit zu meinen Zahlen PV September. Und im Oktober wird es dann richtig spannend, wenn ich rausgucke. Das wird ja eigentlich immer schlechter. Wenn ich jetzt hier nochmal, nehme euch nochmal kurz mit auf mein Chart, wenn ich das Jahr so sehe, dann kann man aber sagen, übers Jahr gesehen, finde ich, ist das eine gute Kurve. Hier sieht man so typisch, im März haben wir die bekommen, das heißt, der März ist gar nicht voll drauf. Dann haben wir April, Mai, Juni hatten wir wirklich den Peak, weil da die Sonne schön war, aber es war nicht so warm. Photovoltaikanlagen liefern ja etwas weniger Strom, wenn sie heiß werden. Also hast du hier im Mai, Juni gute Erträge, wo du schon die Sonne hast, aber noch nicht die Hitze. Juli, August, September und das hier wird der Oktober und dann geht es so runter. Bis jetzt, wenn man das aufgelaufen sieht, haben wir 81%. Und jetzt kommen natürlich noch die Dunkelmonate hier, der Oktober, der November, Dezember und der Januar und der Februar, die keine so guten Zahlen haben, die uns das Ergebnis hier unten ein bisschen verhageln werden. Und dann werden wir am Jahresende mal einen Strich ziehen, zusammenziehen und gucken, wo wir so sind. Noch zum Speicher. Mein Speicher hat in diesem Monat 27 Zyklen gemacht und ist aufgelaufen seit März bei 167 Zyklen, also rein raus gerechnet, dann einfach hoch. Gerechnet auf 167 Zyklen, die ich bis jetzt mit dem Speicher gemacht habe. So, das waren meine Zahlen. Jetzt Feuer frei für eure Kommentare und auch im Oktober seht ihr noch Zahlen von mir, im November auch, im Dezember auch. Egal wie sie aussehen, ist wie in der Ehe in guten und schlechten Zeiten. Und ich bin Oliver von 163 Grad. Wir sehen uns im nächsten Video.